Was geht, Leute? Heute zeige ich euch meine Sneaker. Und heute mache ich ein Sneaker-Opening, das jedes Mal, also jedes Mal nur zwei Sneaker. Und fangen wir mal an. Okay, also der erste Sneaker ist der Nike Flight. Das ist einer meiner Lieblingsschuhe. Und den mag ich auch so richtig, also den habe ich richtig billig bekommen. Der war im Rabatt für 30 Euro. Ja, Mann. Also hier ist das Nike-Logo. Dann gibt es hier nochmal das Logo. Und hier hinten gibt es dann auch noch das Logo. Hier die Luftkissen gefallen mir sehr. Hier dann noch die Punkte. Allein die Farbe, eigentlich wollte ich mir den in Schwarz holen. Aber dann habe ich den nur noch in Blau gefunden. Und die alle anderen Farben waren nicht so geil. Also dann habe ich mir den geholt. Für 30 Euro, ne? Der war ein Rabatt, absolut richtig Rabatt. Ja, und das ist einer meiner Lieblingsschuhe. Der ist einfach nur Bombe hier. Ich liebe einfach hohe Schuhe. Also, wenn. Das ist einfach nur Bombe. Eine Bombe. Ja, vielleicht hole ich mir den auch nochmal. Der ist in einer Größe 41 und auf jeden Fall. Ja, das ist der Schuh dann. So, eher für Sommer, Herbst geeignet. Der ist für Sommer und Herbst geeignet. Und der Schuh ist nice. So, dann kommen wir zum anderen. Das ist auch einer meiner Lieblingsschuhe. Der Nike Air Total Force Max. Hat zwar einen langen Namen, aber ist auch so richtig geil. Der war ein bisschen teurer als der andere. Für 180 habe ich den geholt. Da war noch mein Geburtstag, da habe ich den auch von meinen Eltern bekommen. Und ja, auf jeden Fall, hier das Nike-Zeichen ist so an der Seite. Und vorne steht dann noch Force drauf. Den habe ich auch ein paar Mal schon angehabt, den Schuh. Hier ist dann noch hier diese richtig geile Luftkissen. Genau nur wegen diesen Luftkissen habe ich den Schuh geholt. Ja, und soll man noch dazu sagen? Ja, hier steht dann noch Force drauf. Also diesen Schuh kann man sich gönnen. Muss man aber nicht. Der ist wirklich nice. Und die Farbe hat mir auch sehr gefallen. Da gab es noch Rot, Rot, Gelb, Schwarz-Weiß und diesen halt eben. Und ja, der hier hat mir auch richtig gefallen. Weil hier ist es irgendwie hart. Und hier so richtig weich. Also wenn ihr euch diesen Schuh holt, glaubt mir, der ist einfach nur nice. Und auf jeden Fall hat er hier noch auch ein Nike-Zeichen. Hier an der Seite. Da ist ein Nike-Zeichen. Hier. Dann hat der noch hier ein Nike-Zeichen. Und ja, auf jeden Fall. Der Schuh ist sehr gemütlich. Und für diesen Schuh. Ach, der Schuh ist einfach geil, ey.